So, wir kommen hier an den Start. Die letzten Stellen ein wenig. Vorstand halt mir die Köpfe hin, aber wir haben natürlich ein ganz großes Team, was noch hinter uns stand bei der ganzen Planung des Camps, und dazu werden wir nachher auch kommen. Aus meiner Perspektive möchte ich erstmal ganz doll sagen, nutzt die Chance, wir haben auch diesmal ganz viele, die das erste Mal dabei sind, wir haben auch Wiederholungstäter natürlich da und immer ganz toll, die wieder zu sehen. Seit 11 Jahren... Genau. Gerade die, die das erste Mal so ein Barcamp erleben, es wird vieles neu sein. Wenn man sich schon ein bisschen länger in der Typo3-Community oder mit Typo3 beschäftigt, werden einem Namen über den Weg laufen. Und im Prinzip habe ich ja vor 11 Jahren mit Typo3 begonnen. Mein Kontakt zur Community so nah über ein Barcamp war wesentlich später. Das hat gut 6 Jahre gedauert. Und dann, wenn ich dann so Namen hörte, man kannte die Erweiterung, man hatte da ständig was gelesen, man hat sich über Twitter oder sonst was ausgetauscht, dann bin ich nicht unbedingt zu demjenigen gegangen und habe sofort gefragt. Also irgendwo hatte man da so, ganz weit oben, mit dem kann man den überhaupt ansprechen. Und das legt es einfach gnadenlos ab. Nach den 11 Jahren kann ich einfach sagen, so eine coole Community kenne ich eigentlich gar nicht. Und das ist egal, ob fachliche oder andere Sachen. Gerade auch in den letzten 2 Wochen habe ich da so noch einiges erlebt. Es ist wirklich die tollste. Nutzt es, nehmt den Spirit mit, haut jeden an, wenn ihr Fragen habt. Und deshalb von meiner Seite nur ganz, ganz tolles Wochenende. Und jetzt darf der Ingo erstmal weitermachen. Also, dass so ein Barcamp überhaupt funktioniert, müssen wir uns ganz doll bei den Sponsoren bedanken. Da fange ich einfach mal an bei unserem Platinum-Sponsor, Ameus. Einmal kurz klatschen, ganz laut. Der Vorstand, das ist die Karen, unser Schatzi, der Michael und ich.
Und wir haben Michael und Adnan, die sich unheimlich um die Krise von neuen Sponsoren gekümmert haben. Also gerade großen Applaus. Wir haben Monika, Sebastian und Benny, die sich um die Webseite gekümmert haben, um die Inhalte, um das Aussehen, um die Kinder. Texte, Werbemittel und den ganzen Orga gekümmert haben. Janik und Bernd haben sich um die ganzen Fotosachen gekümmert. Die haben ihr ganzes Equipment hergebracht, machen Videos und Fotos. Und ich würde euch auch alle, die als Team hier sind, einfach mal bitten, geht auch heute nochmal runter, macht ein paar Teamfotos, dass ihr einfach mal eine schöne Erinnerung habt, neben den Fotos, die wir von einzelnen Leuten gemacht haben. Das macht Spaß, man kann da lustige Sachen mitmachen. Wäre vielleicht gar nicht schlecht. Tradition ist es, dass wir auch diejenigen oder diejenige vorstellen, die das Logo gemacht haben. Das ist in dem Fall Annika, die hat das Logo in Kanada gezeichnet für uns mit viel Arbeit, viel Iteration und auch nochmal vielen Dank dazu. Dazu kommen noch die ganzen Helping Hands hier, die heute Registration gemacht haben, aufbauen, abbauen morgen. Auch nochmal vielen Dank. Ohne euch wird das Ganze nicht funktionieren. Erklären. Ich habe ja ganz viele Zettel. Ja, erstens, das ist hier ein offenes Haus. Das heißt, wir sind hier nicht alleine, hier sind viele andere Leute. Wir sind auch nicht alleine im WLAN. Das heißt, erstens sorgt dafür, dass eure Rechner geschützt sind. Man weiß nicht, was ihr sonst aus herumspringt. achtet so ein bisschen auch auf eure Sachen. Bei vielen Typo 3 Events kann man das MacBook einfach auf dem Tisch stehen lassen, das kommt nicht weg. Weil ihr noch fremde Leute seid, würde ich einfach mal ein bisschen mehr aufpassen als sonst. nehmt auch Rücksicht auf die anderen, also das heißt so nach der Session vielleicht mal auch die Tasse wieder rausräumen und wegräumen. Nach dem Essen die Teller und Sachen wegräumen, abends das Bier wegräumen, das gehört ja einfach dazu. Wir kriegen einen relativ günstigen Kurs für alles, das Ganze ist, wie ihr gestern gesehen habt, toll organisiert. Und da muss man auch ein bisschen mithelfen, damit ihr das Ganze hier machen. Nehmt Rücksicht heißt auch, schaltet das Handy zumindest auf lautlos in einer Session. Ich würde gerne das Vereinbarung machen, wer es nicht macht und angerufen wird, der zahlt heute Abend eine Kasten Bier. Ist das okay? Ja. Im Fotoformat ist es besser, wir verticken das Telefon, dann braucht man einen Sponsor. Wir haben ein kleines Problem, einen kleinen Fehler gemacht gestern bei den T-Shirts. Einige, die ein L kriegen sollten, haben ein XL-T-Shirt gekriegt. Also bitte vielleicht nochmal kurz gucken, wer gestern T-Shirts gekriegt hat. Die sollten wir vielleicht heute nochmal tauschen. Mehr Essen beim Buffet geht natürlich auch. Wir haben noch T-Shirts von den letzten Jahren und Taschen. Die können morgen deutlich erworben werden. Und wenn wir morgen absehen können, wie viele T-Shirts und Taschen wir noch über haben, in welchen Größen, können die auch noch deutlich erworben werden. Heute Abend haben wir den Raum, den ganzen oberen Bereich hier für uns alleine, wir kriegen ein Buffet hingestellt. Wir haben hier eine kleine Musikanlage, wer möchte, kann dann sich hier um... Bitte? Nein! Ein Minute. Okay, also... und wir haben ja dank Jochen Weinhardt so eine kleine Abendbeschäftigung. Wer halt nicht Musik hören möchte, das heißt, wir können Skat und Doppelkopf spielen. Vielleicht finden wir heute Abend auch den Meister. Und ich hatte ja angekündigt, wir machen ein kleines Whisky-Tasting. Also jeder, der da mitmachen möchte, hat die Aufgabe, ein Whisky mitzubringen und ein ordentliches Glas. Ich zeige mal, was ein ordentliches Whisky-Glas ist. Ich möchte keinen hier sehen, der... Plastikbecher.
in zwei Typen von Glas, die erlaubt sind. Wer hier mit so einem komischen Kunststoffglas kommt, der kann direkt wieder gehen. Also was für ein Whisky hat. Weizenbierglas geht nicht. Das Ganze wird hier organisiert vom Verein und wenn ihr alle in eure Tasche geguckt habt, habt ihr einen Mitgliedsantrag da drin. Und wenn ihr uns unterstützen wollt und dafür sorgen wollt, dass wir das die nächsten Jahre auch hinkriegen, würden wir uns natürlich über Mitglieder sehr freuen. So, jetzt habe ich den ersten Stapelzettel weg. Ich hab gerade noch einen Zettel Info gekriegt, das nächste Camp in Deutschland. Das ist am 26. und 27. Januar in Dresden und ab Montag soll es wohl die Karten geben. Insofern, wem das hier richtig toll gefällt, der kann sich Montag direkt fürs nächste anmelden. Yay! So, normal ist ja ein Barcamp so, dass man sich jetzt vorstellt. Also jeder sagt etwas über sich und wir reichen das Mikrofon hoch. Wir sind das größte Barcamp hier von den Typo-Dreibern mit 230 Leuten. Wenn man sich jetzt vorstellt, jeder sagt 30 Sekunden, was sind wir wirklich heute Mittag noch beschäftigt? Also lassen wir das bleiben. Wir machen aber eine etwas andere Vorstellungsrunde, so damit man zumindest nochmal die Namen dazu hat oder weiß, wer dazu gehört. Also ich würde jetzt zum Beispiel gerne mal wissen, wer ist denn von Mittwald da? Bitte mal aufstehen oder Hand heben. Wer ist von Business Unicorns da? Ah, ich war. Wer ist von Ameos da? Wer ist von Marketing Factory da? Wer ist von Move Elevator da? Hey. Wer ist von Jochen Weiland da? Jay Weiland? Hey, ich bin so bescheiden hier. Wer ist von Team DFB da? Wer ist von Pluswerk da? Ja, wer ist von Nextbeat da? Wahrscheinlich Kaffee. Geht weiter hier. Wer ist von Q3i hier da? Christoph. Mindshape. Die Herde, Reinschafe. Z3-Con? Ja. 4,20 Meter? Ja. Ithaka Rheinland? Ja. Überblick? Jetzt noch einmal die Silbersponsoren, alle gleichzeitig aufstehen. Super. Also wenn ihr habt jetzt euch natürlich gemerkt, wer zu wem gehört, dass wenn ihr irgendwelche Fragen habt, geht ihr da einfach hin. Wir müssen uns auch bei den Sponsoren bedanken für das wirklich vollgefüllte Goodiebag. Da sind relativ spannende Sachen drin. Ja, guckt es euch mal an. Das Kartenspiel hat natürlich schon erwähnt. Ja. So, ich möchte noch so ein bisschen wissen, wer ist denn aus Essen? Okay. Wer ist denn aus Nordrhein-Westfalen? Wer ist aus dem restlichen Deutschland? Und wer ist nicht aus Deutschland? Wow! Wessen erstes Typo 3 Camp ist das? Wow! Denen war bei der Einführung mein erstes Typo-3-Barcamp. Wer braucht noch was erklärt? Wessen zweites Typo-3-Camp ist das? Wessen drittes? Viertes? Und mehr als fünftes? Okay,
Also, bitte auch an die alten Hasen, dass er vielleicht mal die Newcomer ein bisschen an die Hand nimmt und in die Scheu nimmt. Denn Barcamp lebt davon, dass man miteinander spricht, sich austauscht, guckt, dass man auch Leute mitnimmt, auch mal Themen einbringt, die einfach so vielleicht nicht so ganz passen. Das gleiche würde ich jetzt noch mit Jahre Typo 3 nochmal versuchen. Wer macht noch gar kein Typo 3? Oh. Also wer ist seit einem Jahr dabei? Seit zwei Jahren? Nee, ist alles gut. Also vier als er, wenn du. Seit drei Jahren? Seit vier Jahren? Fünf? Mehr als fünf? Nicht der Preis. Mehr als zehn? Okay. Super, schön. So. Mehr als 20? Wir haben ja heute auch, heute Nachmittag, Zertifizierungen. Ich wollte gerne mal wissen, wer ist denn schon zertifiziert? Also wer ist denn schon zertifizierter Developer? Okay. Wer ist denn zertifizierter Integrator? Wer ist zertifizierter Editor? Okay, und wer ist zertifizierter Consultant? Ah, gut. Wer macht denn heute eine Prüfung? Wer macht denn heute eine Zertifizierungsprüfung? Also es müssen irgendwie so 10 Leute sein. Zeig doch mal bitte. Okay, fehlen wir noch ein paar. So, wer hat das WLAN-Passwort? Von hier, das wer hat WLAN-Passwort? Okay, wer hat es nicht? Gut. So, jetzt ist die erste Aufgabe, dass alle, die es nicht haben, bei jemandem, der es hat, fragt, was denn das WLAN-Passwort ist und das WLAN entsprechend auf dem Handy oder nicht eingerichtet. Ja, aber Sie müssen es erstmal haben. Also, okay, also ich erkläre mal, wo man das WLAN-Passwort findet. Also entweder findet man das WLAN-Passwort bei jemandem, der es hat, oder an jedem Raum ist ein Rechner und da steht unten drunter das WLAN-Passwort. Da kann man es entsprechend abtippen. Oder unten in der, an der Theke kriegt man einen Zettel, wo es draufsteht. Wir können es uns gleich auch mal aufschreiben, wenn das ein Problem ist. Ja. Okay, das WLAN-Passwort, nee, das kann man nicht sein, das würde ich schreiben wir auf. Oder ich gleich einen Zettel durch, wer es haben möchte. Wer braucht noch ein WLAN-Passwort? Gleich mal weiter. So, jetzt bin ich mit meinen Zetteln durcheinander. So, Barcamp heißt ja, dass jeder was mitbringt, jeder was fragen kann, jeder ein Thema vorschlagen kann, dass es auch nicht hundertprozentig durchgestaltete Präsentationen sein müssen, sondern man kann auch einfach mal eine Gesprächsrunde, einen Arbeitskreis, eine Weinerunde oder sonst was, Austausch einfach mal machen, wenn es um bestimmte Themen geht. Insofern kann jeder sich ein Thema wünschen, jeder ein Thema mitbringen, danke. Jeder auch, ich sag mal, sagen, das und das möchte ich oder möchte ich nicht. Und jeder ist eigentlich aufgefordert, dann auch aktiv mitzumachen. Also es geht nicht darum, dass hier vorne jemand den Hampelmann macht und irgendwie was erzählt und alle da ganz sitzen wie in der Schule, sondern es soll ein Austausch stattfinden, man soll miteinander sprechen, diskutieren. Das ist der Stil eines Barcamps. Insofern wäre jetzt aber meine Frage, wer hat denn so ein Thema vorbereitet, was er gerne vorstellen möchte? Ja, gerne.
Wer möchte denn was Spezielles hören? Ist ja keiner irgendwie hingekommen, dass er sagt, das Thema hätte ich gerne mal gehört? Alles gut, okay. Ja, das wird schön. Genau, wir gehen nahtlos zur Abendveranstaltung. Also, für die, die noch nicht beim Barcamp waren, jetzt gibt es so diese Runde, wo man Themen vorschlägt, wo man nach vorne kommt und man sagt, okay, das, jeder stellt sich kurz vor, sagt, das ist mein Thema, das würde ich gerne vorstellen. Dann wird abgefragt, wie viele da Interesse haben und entsprechend des Interesses hängen wir das Ganze dann im Rahmen des Sessionplans auf, damit das entsprechend passt. Wir haben den Teil des Raums hier schon gesperrt, weil da entsprechend die Prüfungen stattfinden. Alles andere ist entsprechend frei. Und ich hätte gesagt, wir machen bis 17 Uhr, vielleicht bis 18 Uhr. Das müssen wir einfach mal gucken, wie wir das machen können. Genau. So. Jetzt brauchen wir hier gleich diese Zettel und Stifte. Du hast was. Ja, dann fangen wir mal an. Hallo, guten Morgen, ich bin der Jens. Ich habe einen Wunsch, habe ich eben schon beim Frühstück gemacht, und alle gesagt, schlag es bitte als Session vor, es hat bestimmt für viele Interesse. Und zwar habe ich verschiedene Content-Elemente mir mal so zusammengebastelt, alle auf eine Seite, und möchte jetzt die verschiedenen Wege kennenlernen, wie ich die in Typo 3 integriere. Da haben sich ja schon einige so halb, sei es Benny oder unser Schnitzler. Also einige haben sich schon bereit erklärt, wer könnte dazu was sagen, wer mag eine Session dazu machen? Olli war schon mal einer. Ja, er meldet sich freiwillig, also Benjamin will auch. Ja, genau. So, ich übergebe das Mikro an dich, dass du sagen kannst, wie es aussieht. Ich habe gerade nicht zugehört, was soll ich denn erzählen? Also ich kann euch erzählen, wie man Content-Elemente baut. Also, wer will das? Okay, danke. Guten Morgen. Ich nehme nachher die Consult-Prüfung ab, Peter ist mein Name. Und zu dem Thema gibt es auch was Neues. Ach so, hier. Zu dem Thema gibt es auch was Neues, das Consultant-Programm, was man drauf haben muss, wenn man erfolgreich die Prüfung bestehen will, ein bisschen erweitert, um das Thema Requirements Engineering, Anforderungsmanagement. Das heißt, das ist was für die Product Owner oder Projektleiter oder wie ihr euch immer nennen wollt. Es hat nichts unbedingt mit Agil zu tun, sondern ist das Handwerkszeug und da mache ich ein Anforderungsmanagement 101. Wer hat Interesse? Gut. Danke. Wer noch? Also komm, jetzt zwei Sessions reichen mir nicht. Wie machen das denn? So, also, du auf. Gerne. Ja, hi. Florian von Mitarbeit. Wir haben in den letzten drei Jahren, also für diejenigen von euch, die uns nicht kennen, wir machen Hosting, unter anderem für Typo 3. Und wir haben in den letzten drei Jahren eine neue Cloud-Infrastruktur für Agenturen, speziell für Agenturen entwickelt. Und dabei sind wir für uns ziemlich neue Wege gegangen. Wir haben von A bis Z mit Design Thinking gearbeitet, haben also wirklich vom ersten Tag an Agenturen mit einbezogen, Kunden mit einbezogen und würden gerne einmal kurz das, was mal rausgekommen ist, präsentieren und auch dabei mal berichten, wie wir mit Design Thinking zurechtgekommen sind, wie wir da vorgegangen sind und euch da einfach mal einen Einblick geben. Und ich kann schon mal verraten, es gibt auch Astronautennahrung. Also alle, die schon mal Astronautennahrung probieren wollten, gerne nachher dabei sein. Und Schnupftabak haben, genau. Wer hat Interesse? Also ich war in der glücklichen Situation, mir das angucken zu können, was die da gebaut haben. Und das habe ich tatsächlich im Hosting-Umfeld noch nie gesehen. Und ich finde es gerade für Freelance-Agenturen und Endkunden ziemlich clever. Also sollte man definitiv sich mal angucken. Ja, Dankeschön. Nach den warmen Worten. Alles klar, ja, ich hoffe, vielen Dank. Wir sehen uns nachher. Sebastian hat noch die ganzen, die sich schon vorgemeldet haben.
Ja, wir haben dieses Jahr die Möglichkeit gehabt, Sessions vorab einzurichten oder einzureichen. Und da haben wir so eine ganze Liste an Teilnehmern, die sich schon was angemeldet haben. Ich lese jetzt einfach mal vor, was so reingekommen ist. Agenturen, Freelancer, Maßnahmen von Sven Wappler. Ist der da? Willst du noch was zu ergänzen, dazu sagen? Komm nach vorne. Als nächstes haben wir noch was von Herrn Vinay Kok. Closure Script Development Experience, der kann auch mal nach vorne kommen. Continuous Integration Training von Daniel Siebmann und Roland Gollert. Dann haben wir noch die Mystify Type 3 for Rookies, nochmal von Daniel. Dann haben wir Grenzen setzen und Nein sagen von Olli Klee. Installation des Basissystems von NN, keine Ahnung. Ja, wir brauchen vor allem dann auch die Teilnehmerzahl, sonst können wir das nicht abschätzen. Nochmal vom Wiener war Per Polyglot Test-Driven Development Cutters. Regeln und Raufen von Olli Klee, Selbstmassage von Olli Klee. Test-Driven Development von Olli Klee, dann haben wir noch was zu testen. Das war Wünsch dir was. Und dann kommt nochmal Typo 3 an der The Hood for Rookies und Umstieg WordPress auf Typo 3. Okay, moin. Ich bin ja nicht unbedingt aus dem Typo 3 Umfeld, wollte aber trotzdem gerne was beitragen. Und das Thema, das ich vorgeschlagen habe, war Closure Script. Und zwar, ich arbeite meistens eher im Magento-Umfeld. Und es geht darum, wie kann man Closure Script, also ein Lisp, in eine bestehende Plattform integrieren. Könnte jetzt Typo 3 sein oder irgendwas. Ist ein Lisp kompiliert zu JavaScript und für mich war die Motivation, nach einem besseren Weg zu suchen, Sachen schneller, besser, schöner zu machen, mit mehr Spaß und ein bisschen Lisp in ein Produktivsystem, das wirklich arbeitet, reinzuschmuggeln. Also wer an sowas Interesse hat, ja, Closure Script Vortrag. Closure Script, genau, das ist, Closure ist ein Lisp und das kann in verschiedene, naja, ich erzähl's nachher. Target Audience auf jeden Fall Entwickler. Ja, also man braucht kein Backend. Wobei nicht unbedingt JavaScript oder PHP ist eigentlich egal. Bisschen JavaScript-Erfahrung sollte vorhanden sein, aber ich denke, das ist, kann ja eigentlich fast als gegeben vorausgesetzt werden bei Entwicklern heutzutage. Ja, hi, ich bin Daniel von Marketing Factory. Wir bieten euch heute eine kleine Session zum Monitoring vom Typo 3 an. Wir haben einen Metrik-Exporter für Typo 3 geschrieben, also eine Extension, die Metriken an Prometheus exportiert und wir die ganzen Typo 3 Installationen auf Typo 3 Installationen mit Prometheus, einem Time Series Database Monitoring System, monitoren können. Wir bieten eine kleine Session an, würden euch mal Prometheus vorstellen. Die Extension, die wir geschrieben haben, die ist Release-Candidate-Beta-Status, aber ist fast soweit durch. Also ist auf jeden Fall schon auf GitHub verfügbar, öffentlich, ist auch Open Source, also ihr könnt natürlich auch contributen. Wir hoffen uns auf ein bisschen Input von euch, zu wissen, was wir noch weiter monitoren können. Das Ganze bietet auch eine Integration an Extensions, das heißt, ihr könnt euch da auch reinhängen, eure eigenen Metriken reinhängen und ich will euch das Ganze mal ein bisschen zeigen, ein bisschen Frontend von, also wir machen Grafana auf Prometheus und können ein bisschen schöne Graphen sehen und so, wen das interessiert. Interesse? Jemand? Wow. Okay. Hallo, ich bin Euwagen. Die erste Session, die ich anbiete, ist Test-Driven Development, testgetriebene Entwicklung. Das ist eine Einsteiger-Session mit PHP Unit. Es geht darum, warum sollte ich überhaupt Tests machen, warum sollte ich die zuerst schreiben, nicht erst ordentlich programmieren und dann auch die Tests dafür schreiben und wie ist die Denke dabei und wie mache ich das, dass ich dabei nicht irgendwie erst 3 Wochen Tests schreibe und dann 3 Wochen programmiere und wie bin ich dabei produktiv. Absoluter Einsteiger. Session, wer hätte Interesse? Wow, okay. Also,
Okay, die zweite Session, die ich anbiete, die ist optimalerweise nachmittags, die ist Rangeln und Raufen. Da geht es darum, einfach miteinander zu spielen, sich ein bisschen zu bewegen. Ich habe ziemlich viel Kampfkunst gemacht, da werde ich einiges davon zeigen, also Sachen wie man sich befreit, wenn jemand einen festhält, wie man das Gleichgewicht hält, wie man verhindert, dass einen jemand berührt, solche Sachen. Es wird einfach spielerisch sein, ein bisschen miteinander Spaß haben, sich bewegen. Damit werde ich die ganze Zeit rumsitzen und einen dicken Bauch vom leckeren Profil kriegen. Wer hat Interesse? Und das sind relativ wenige. Das kann ich sagen. Ja, guten Morgen zusammen, wir sind Roland und Daniel. Wir würden euch Continuous Integration mit GitLab in der Live-Demo direkt zeigen und danach einen Talk halten, warum automatisierte Tests und Deployments wichtig für die Gesundheit von Programmierern sind. Wer hat daran Interesse? Ja, mein Name ist Daniel, wie gerade schon gesagt. Ich hätte noch den Talk Demystifying Campus 3 for Rookies, das heißt zu zeigen, warum funktioniert Typo 3, wie es funktioniert, vom Einstieg, wie kriege ich eine Ausgabe, warum werden meine Inhaltselemente dargestellt, wie mache ich Ajax, also wie ich die Grundlagen und warum sie so funktionieren, wie sie funktionieren, ob man es auch versteht und nicht nur anwendet und dann einfach selber auf Ideen kommt, was man damit noch machen könnte und so weiter. Geht für Rookies los, weil es halt wirklich von Null an anfängt. Wer hätte da Interesse dran? Ja, morgen. Sven, mein Name. So, ich bin jetzt schon seit 12 Jahren ungefähr als Freelancer tätig. Das war 2 Jahren wirklich Vollzeit, würde ich mal sagen. Und ja, jedes Mal, wenn ich auf Typo 3 User Groups unterwegs bin, habe ich so, wenn ich mit Kollegen dann mit ihm spreche, den Eindruck, ja, dass sie nicht immer so zufrieden sind halt. Ne? Es gibt typische Probleme, die beruhen auf Kommunikationsproblemen und so weiter. Aber dann fallen halt so Sätze wie, ja, ich arbeite gerne mit der Agentur zusammen, wo es nicht ganz so schlimm ist wie bei der jetzigen. Ja. Also deswegen, das hat mich jetzt bewogen, so ein paar Beispiele zusammenzutragen halt, die ich so gehört habe. Ich habe Kollegen gefragt und ich bin der guten Hoffnung, dass man das eigentlich beheben kann, beziehungsweise halt aus dem Weg gehen kann und so weiter und dass das Ganze etwas besser funktioniert, weil ich habe so den Eindruck, die Nachfrage an Typo 3 ist gestiegen, finde ich zumindest. Gut, die Guten sind immer schlecht, schwer zu haben, finde ich, aber die will man ja auch halten und ich möchte etwas gegen Agenturhopping quasi unternehmen. Deswegen ist dieser Talk eigentlich für Agenturen, aber auch halt für Freelancer oder unter auch Mitarbeitern halt ganz nützlich eventuell. Ja, also deswegen der Titel halt Agenturen, Freelancer, wie kann es klappen? Und ja, bin da gerne drüber. an Informationen auch von eurer Seite interessiert, also wie ihr gewisse Probleme löst. Ja, wer ist dann interessiert? Ich habe auf die Entscheidung gewartet, in welcher Woche. Hi, guten Morgen, ich bin Martin. Ich mache schon lange Typo 3 und mache das auch gerne deshalb, weil man bei Typo 3 immer irgendwelche neuen Rätsel lösen kann. Eins dieser Rätsel, wo ich einfach noch nicht zugekommen bin, ist für mich Composer. Ich würde gerne etwas über Composer hören von jemandem. Also, ich bin also hier nach dem Motto, wünscht ihr was? Und ich hätte gerne was zu Composer. Hey, los.
vielleicht frage ich mal überhaupt, hat jemand die gleiche Frage? Möchte jemand sonst noch was zu Composer hören? Ja, das ist doch eine ganze Menge. Ich hätte eine Frage. Also ich habe zwei Varianten. Einmal eine mit... Zeitgleich ist schlecht. Also ich hätte eine Variante, die ich schon auf den Death Days gemacht habe, wo es ein bisschen... ist der Schwerpunkt Automatisierung, weil ich finde, dass Composer ein gutes Tool ist. Das wäre dann eher für Leute, die mit Composer schon mal ein bisschen gearbeitet haben und die vielleicht noch ein bisschen tiefer einsteigen möchten. Also Composer Typo 3 Konsole, das wäre die eine Variante. Und die andere, die ich dann spontan machen würde, wäre Composer für Einsteiger. Also warum überhaupt? Beide sind gut. Für Einsteiger wäre es mir sehr lieb, wenn Leute kommen, die tatsächlich auch ihren Laptop aufklappen und mitmachen. Das wäre hilfreich. Einfach nur erzählen, ist dann, also habt ihr weniger davon. Okay, fragen wir dann erstmal nach Interesse. Composer für Einsteiger, wer ist interessiert? Hello. Okay. Und das zweite Thema wäre dann mehr etwas fortgeschrittener Composer im Sinne von Automatisierung. Konsole. Okay, also was ich gerade sagen will, ist, wir klicken auf einem höheren Niveau dann. Kannst du das auch mit der Bildschirmtastatur machen? Okay. Uhrzeit? Helmut, hast du eine Referenz? Uhrzeitwechsel? Nicht die erste Session. Jason REST APIs. Die meisten Entwickler benutzen es ja ab und zu mal. Vielleicht. Aber ich möchte eigentlich eher darauf hinaus, was macht eine gute Jason REST API aus? Wie baut man sie? Was gibt es da vielleicht für Standards, damit das Ding einfach geil wird? Wer hat daran Interesse? Okay. Ich habe noch eine andere Geschichte, und zwar in Hamburg haben wir ein Battle gemacht, und zwar E-Commerce und Typo 3. Das heißt, wir haben mal vorgestellt, oder diejenigen, die sich darum gekümmert haben, zum Beispiel Extcard, glaube ich, ist Daniel, ist irgendwo. Commerce war beim letzten Mal in Stuttgart auch mit dabei. Ich habe gehört, Vinal, du machst Magento. Und ich würde das so als offenes Panel machen. Also jeder kann Fragen stellen und diejenigen, oder wir würden sie dann eben alle der Reihe nach beantworten und sagen, okay, ist dafür geeignet, ist dafür besser geeignet. Wer hat bei denen an sowas Interesse? Okay, gut. Morgen! Ich hätte wie immer einen Stapel Sessions, wie mich da aber auch gar nicht auch so gesagt. Deswegen, kurze Frage, wer arbeitet mit Elasticsearch? Okay, da hätte ich, also ich würde zwei Sessions vorschlagen, aber nur eine machen, weil hier genug andere Leute sind, die auch noch Sachen machen wollen. Also ich könnte zum einen Elasticsearch Management mit Elasticon mal zeigen. Das ist ein Index Manager, den wir auch geschrieben haben, ist auch Open Source, nimmt euch einen Haufen Arbeit ab. Die andere Variante ist ein bisschen themenfremder, nämlich Content Marketing. Berät irgendjemand seine Kunden in Content Marketing und hat Interesse da mal an Regelaustausch?
Pass auf, dann machen wir jetzt das lustige Handspiel. Content Marketing, so. Nee, das sind zwei Sessions, ne? Das ist. Siehst du, deshalb war mein Content Marketing schlecht, weil die Information nicht drüber gekommen ist. Alternative Elasticsearch. Holy shit. Genau. Im Zweifel machen wir Content Marketing so wie Platz ist. Dann mache ich das als optionale Session und der Plan kommt dann ja später. Top. So, sind wir? Harry! Hallo. ja, also ich stehe hier so ein bisschen in Vertretung. Wir waren in Stuttgart auf dem Camp und haben was vorgestellt, wie wir uns überlegt haben, wie wir Projekte initialisieren. Also man steht immer vor dem Problem, dass man gewisse Sachen immer irgendwie braucht und auf der Suche nach dem perfekten Image für eine Typo3-Installation ist und haben uns da unsere Gedanken gemacht, haben es in Stuttgart vorgestellt, haben da ziemlich viel Feedback bekommen, positiv und negativ, und daraus entstanden ist eine kleine Gruppe von 4 oder 5 Leuten, die das so ein bisschen weiterentwickelt haben. Das Ganze nennt sich Startpilot und ist einfach sowas wie ein Basis-Setup für Typo3, wie wir uns vorstellen, dass es vernünftig und richtig ist. Das bedeutet, also wir haben die nötigen Typoskripte, die Ordner und so weiter und so fort und auch ein Setup für SAS-Compiling und sowas. Also am Ende rauskommen tut ein minimales Web, was quasi ja, gedacht ist für Agenturen, die einfach ein vernünftiges Setup haben wollen, das immer in der Basis dasselbe ist. Und das haben wir jetzt entwickelt seit Stuttgart, wie gesagt, mit 5 Leuten und würden es gerne vorstellen. Also nicht ich, sondern die Leute, die es am Ende wirklich entwickelt haben. Und die Frage ist, ob da Interesse besteht. Ich wünsche den Vortragenden viel Spaß damit. Moin. Ja, mein Name ist Joe. Einige von euch, vielleicht auch ein paar mehr, werden mich kennen als derjenige, der Grid Elements verzapft hat. Ich muss zwar erschaffen. Ja, jetzt fliegen die Eier, genau. Nein, der Punkt ist, die gute Nachricht ist, wir haben inzwischen genügend Sponsoren, dass wir jetzt mit CMS8 das Ding endlich am Start kriegen. Das heißt, wir sind jetzt gerade dran, das zu bauen, würden da gegebenenfalls auch noch die ein oder andere Geschichte berücksichtigen können. Geht aber nicht um was anderes. Wir haben jetzt so zwischendurch mal eine Diskussion gehabt, wo es halt auch um Usability geht, die auch von Grid Elements teilweise so ein bisschen eingeschränkt wird. Mir geht es darum, ich würde gerne mal so Wünsche sammeln, damit wir bei CMS 9 nicht das gleiche haben wie jetzt, dass wir eh nicht lange warten müssen, bis was kommt, sondern dass wir jetzt schon in die Phase gehen können, wo wir Features da reinschmeißen, die dann eben so Sachen verbessern wie bei Nested Content, muss ich erstmal 3 Screens runterscrollen, bis die erste Überschrift kommt oder so. Also Dinge würde ich gerne damit reinnehmen. Wer da speziell auf Grid Elements bezogen, aber eben teilweise vielleicht eben auch auf den Core bezogen, weil wir eben teilweise unter Dingen leiden, die im Core halt so gemacht sind. Das heißt, es geht auch um Dinge, die wir dann vielleicht mit in die User Experience Suite reinnehmen können oder die wir in andere Dinge mit reinnehmen können, um den Core da weiterzubringen. Und auch Grid Elements. Das ist der Punkt, genau. Also wer sich da was wünscht, darf natürlich auch gerne mit daran arbeiten, das umzusetzen. Das ist der richtige Kritikpunkt von Benny. Ansonsten sitzen nämlich mehr die gleichen üblichen Verdächtigen da und dürfen es machen und haben zu wenig Zeit dafür. Wer hat da Bock drauf? Okay, sind nicht so viele, relativ überschaubare Raum. Die zweite Session, die ich anbieten würde heute, wäre, wir haben ein Ding gemacht, also wir haben mitbekommen, dass die Typo 3 GmbH Service Level Agreements anbietet für Typo 3. Machen wir die Hand hoch. Okay. Wer hat festgestellt, dass das vielleicht mehr Sinn machen würde, wenn das auch für Extensions verfügbar wäre, weil Typo 3 eigentlich selten alleine eingesetzt wird? Okay. Der Punkt ist nämlich, dass wir genau das anbieten wollen. Das Projekt heißt Coders Care. Wir sind da jetzt grob ein Jahr mit unterwegs, das rund zu kriegen. Kurz davor, das zu starten. Wer da sich als Entwickler daran beteiligen möchte oder sagt, hey, ich habe eine Extension, die könnte man damit reinschmeißen. Die wäre für Service Level Agreements interessant, weil es gibt viele Leute, die das einsetzen. Kann sich daran beteiligen. Die anderen Zielgruppe wären halt Leute, die vielleicht sagen, hey, ich brauche sowas. Ich brauche Leute, die mir die Extensions, die ich im Einsatz habe, so weit absichern, dass ich auch in 3 Jahren noch sagen kann, okay, das Ding läuft mit dem nächsten Typo 3, das dann kommt. Da sind wir halt dran, das für die Leute auch vorzubereiten. Aktuell sammeln wir schon die Entwickler ein. Also wer da Interesse dran hat, kann sich dann jetzt gerade kurz melden, bitte. Okay, ist auch überschaubar. Alles klar, danke.
Ja, moin, mein Name ist Petra Hasenau. Ich bin seit April in der Typo 3 Association reingewählt worden, also auch alle, die für mich gestimmt haben fürs Expert Advisory Board, recht, recht herzlichen Dank dafür nochmal. Juhu! So, und jetzt hatten wir uns überlegt, Typo 3 Association, das hat ja schon mal jeder gehört, aber was ist das jetzt genau, beziehungsweise wer steht da eigentlich dahinter, gibt es da auch Gesichter dahinter? Und bei dieser Veranstaltung, glaube ich, haben wir alleine 3 oder 4 Leute von der Association, die hier auf diesem Camp anwesend sind. Das heißt, wenn hier jetzt Leute Interesse haben und Fragen haben oder sagen, was ist es überhaupt oder was macht man da und wofür ist die gut oder nehmen die nur Gelder ein und doch haben sonst gar nichts oder so, da könnte man eine Question and Answer Session machen, wenn Interesse besteht. Oder halt auch, weil wir hier mit 4 Leuten sind, man kann uns jederzeit ansprechen hier während der Veranstaltung, wenn irgendetwas ist, so in der Richtung. Ich wollte einfach mal so hier im Typo 3 Association präsent, hier vorne auf der Bühne, damit man da auch mal sieht, wer dahinter ist, unter anderem. Entschuldigung, die anderen 3 sind natürlich. Das ist der Peter Poll, haben wir da hinten links. Dann der Matthias Bold-Lesniak, wo ist er? Er ist schon weg. Er ist schon weg? Der war nur gestern da. Oh. Oder heute noch zum Sprint von der T3-Org, aber nicht mehr hier. Okay, und der Stefan Busemann? Der Ito, genau das Gleiche. Okay, wie waren wir gestern Abend? Und natürlich den Ingo, entschuldigung. Die wichtigste Person kommt dann jetzt in Schluss. Ich mache das noch nicht so lange. Guten Morgen. Mein Name ist Thomas. Ich hätte 2 Sessions im Angebot. Und die erste wäre, wer hat schon mal was von GitLab gehört? Also es ist nicht die Session, aber ich frage jetzt mal. GitLab. Ich würde aufzeigen, wie ich einerseits Extensions durchteste in Continuous Integration und auch deploye. Deployen bei Extensions heißt, ich lade sie ins Ter hoch. Und wie ich Projekte deploye. Das kann ich im Beispiel zeigen von der neuen Typo 3 Org oder von neuen Ter. Und da würde ich das mal vorzeigen. Wer hat denn da ein Interesse? Große Raum? Echt? Okay. Die zweite Session. Wer kennt dieses Gerät hier? Schon mal gesehen? Nintendo Switch, das ist eine kleine Spielkonsole. Geht um eine Session, wo wir einfach ein bisschen zocken. Da gibt es ein schönes Spiel drauf. Nicht viele, aber maximal 12 bis 14 Leute in der Session. Und wer mal Bock hat, einfach eine Dreiviertelstunde lang zu zocken. 2 Teams gegeneinander. I Want to Switch heißt das Spiel. Wer es vielleicht kennt. Also wer hat daran Interesse? So gegen Abend. 18 Uhr, kleiner Raum. Also wer noch Lust hat, noch was anderes zu spielen, ich habe Werwolf mit dabei. Also ich habe viel Feedback bekommen, wie man neue Sites erstellt und wie man neue Projekte mit Typo 3 aufsetzt, und das ist total lange dauert. Und dann wurde von Benny Kott angesprochen, dass ich alle meine Sachen mal veröffentlichen soll, wie wir das machen. Wir haben halt viele kleine Kunden, keine so mega 100-Tage-Projekte oder 1000-Tage-Projekte, sondern wie kriegt man schnell Projekte mit Typo 3 live, also auch Sites das HTML ins Typo 3 rein, und da habe ich einen kleinen Vorschlag mit Fluid, und gleichzeitig wäre es cool, das Ganze ist auch so eine Austausch-Session, was macht für euch Sinn, was sind eure Probleme beim Templating und bei der Integration von Templates mit Typo 3. Ja, hat da jemand Interesse? Okay, dann mach ich's. Also, wir haben jetzt noch ganz viele Lücken heute im Plan. Ja, das reicht aber nicht. Also wir brauchen noch mindestens so knapp 10. Nein, aber ich will da gerne noch ein paar drin haben, weil ich das sonst mit den Leuten einfach nicht hinkriege. 200 Leute auf 2 Räume zu verteilen, geht nicht.
Das heißt, wir müssen mindestens 3 nebeneinander haben, eher sogar 4, weil sonst kriegen wir es mit den Raumkapazitäten nicht hin. Insofern würde ich gerne einfach nochmal um ein paar Vorschläge bitten. Ich war letztes Wochenende auf dem E-Commerce Camp, da waren wir zwischen 50 und 60 Leute, da haben wir den ganzen Tag mit 60 Leuten mit 4 Sessions im Block vollgekriegt. Das sollten wir hier wohl auch schaffen. Ja, hallo, ich hätte auch noch OMA-ZSH als Terminal im Angebot. Mit jede Menge Plugins kann man da auf jeden Fall sicher das Terminal bedienen. Das macht ja immer noch viele Probleme bei Entwicklern, dass sie irgendwie ihre Lesezeichen überall in einzelnen Tools setzen müssen und man kann sich einfach auf der Command-Line sehr schnell bewegen und wird dann eben halt auch sicherer und lernt dadurch viel. Wer hätte da Interesse dran? Okay, ich hatte eben gerade ganz vergessen zu fragen, wer hat denn überhaupt Interesse an TypeScript? Nur wegen der Raumgröße, dass man so eine Idee hat. Okay, kleiner Raum, super. Ich habe noch einen anderen Vorschlag, und zwar bewegt er sich mehr im Bereich Testing, das ist so, beziehungsweise Alternativen. Und zwar ist das eine ein Art Code-Spiel. Es geht darum, mit vorhandenem Legacy-Code, also alten, ungetesteten, unwartbaren Code, den zu nehmen. Da gibt es diverse Repositories, die existieren genau zu dem Zweck. Eines davon ist die Ugly Trivia Charta, nennt sich die. Das ist ein Trivial Pursuit Spiel, furchtbar gecodet, grottenschlecht, gibt es auch im PHP. Und es geht darum, diesen Code mit Tests abzudecken und dann Schritt für Schritt umzubauen, dass der Code wartbar und sauber ist und erweiterbar, ohne dass der Test, den man am Anfang geschrieben hat, jemals fehlschlagen. Also wie kann ich alten Code nehmen und in angenehmen Code umwandeln, weil mit alten Code umzugehen, kommt ja leider vor. Gut, also und das Ganze stelle ich mir vor in Form von einer Mob-Programming-Session, also dass wir alle zusammen, wahrscheinlich kleine Gruppe eher, an einem Rechner arbeiten. Wer das noch nicht gemacht hat, ist vielleicht auch eine ganz spannende Erfahrung. Das wäre die eine Variante, wie viele hätten daran eventuell Interesse? Oh, doch einige, okay. Und die Alternative, die ich mir vorgestellt hatte, wäre, es gibt so viele Programmiersprachen da draußen, die irgendwie ganz interessant ist, oder ich kenne vielleicht jemanden, der damit etwas Erfahrung hat und ganz begeistert ist, und ich würde gerne eine Session machen, das habe ich so noch nie gemacht, aber dass sich die Interessierten treffen und sich in 2- oder 3er-Gruppen zusammenfinden und sich eine von den klassischen TDD-Katas, also so auch kleinen Übungsaufgaben, auswählen und in einer Sprache machen, zu zweit oder zu dritt, die eben nicht unsere Alltagssprache ist. Das kann ein JavaScript sein, oder es könnte Bash sein, oder Golang, oder irgendwas. Und es geht darum, den Horizont zu erweitern, im Austausch mit jemand anderem neue Dinge zu lernen und gleichzeitig TDD zu üben. Also, wer hätte eventuell an sowas Interesse? Okay, eher nicht. Gut, alles klar, dann mache ich den Mob Programming Legacy Code. Ich habe noch eine. Folgende These. Webseiten sind tot. Es lebe die Website. In 3 bis 5 Jahren gibt es keine Typo3-Projekte mehr oder ganz wenige mit einem Umsatz unter 100.000. Wer will das diskutieren und sich darüber unterhalten und wissen, wieso das so ist und sich darüber austauschen? Ist das die WordPress-Session? Das ist nochmal ein anderes Kapitel. Okay, kleiner Raum, wunderbar. Hallo, ich bin Sven. Ich habe einen Session-Wunsch, und zwar technisches SEO. Wir haben ja in Malmö, habe ich gehört, dass ja die Yoast-Extension jetzt auch raus ist für Typo 3. Und ich fände es ganz interessant, dass jemand vielleicht ein bisschen erzählen könnte, ja, welche Extensions verwendet ihr und was sollte man beachten? Also nicht nur SEO-Extensions, sondern auch vielleicht grundlegend ein Setup machen. Wie ist denn da so das Interesse erstmal? Technisches SEO, das sind schon einige. Wer könnte da was sagen? Ah, super. Ja, ich will eigentlich nicht zu viel vorwegnehmen. Der Vortrag ist noch nicht ganz fertig. Ich wollte morgen dazu eine Session machen. Heute aber noch nicht. Ja.
Ja, ich bin's wieder. Und zwar habe ich einen Wunsch. Arbeitet jemand zufällig hier an der Form-Extension? Also contributed und so weiter? Ne? Schade. Ja, ich arbeite damit aufgrund eines Projektes und erweitere diese halt. Das finde ich super praktisch, also ich finde die ist super flexibel. Ja, von meiner Seite aus reicht es halt, theoretisch, um die mal vorzustellen halt und wie man sie erweitert, so als Konkurrenz zu PowerMail und Formhändler. Ja, das ist jetzt ein bisschen veraltet. Könnte ich machen, ja, genau. Aber ich würde mich auch ehrlich gesagt mir wünschen, wenn jemand das machen würde, der daran arbeitet, aber dann haben wir ja nicht mehr. Ne? Okay. Ja, das kannst du vorstellen. Wer ist schon interessiert? Oh, okay. Das sind viele. Noch drei schnelle Vorstellungen. Ja, hallo, Oliver hier. Ich hätte zwei Sessions, die ich anbieten würde vielleicht. Eine heute, das wäre vielleicht nochmal PHP-Storm, wie man das Ganze einrichtet, so ein paar kleine Tricks, wie man vielleicht ein bisschen schneller das Ganze macht. Da gibt es so ein paar Sachen, da muss man erstmal drauf kommen, dass da bestimmte Funktionalitäten drin sind. PHP-Storm ist auch nicht teuer. Man kann es ganz einfach sagen, wenn man so einen internen Verrechnungssatz 40 Euro hat oder so, dann ist das Ding nach irgendwie ein, zwei Stunden wieder raus. Also von daher, es spart viel Zeit und deswegen ist es ja nicht umsonst eine der beliebtesten IDs im Typo3-Umfeld. Ich könnte zum Beispiel zeigen, wie man Schema-Dateien für die FluidView-Helper baut, damit man dann halt eben Autovervollständigung und Syntax-Highlighting bekommt. Dann würde ich dann Typo3-Konsole dafür einsetzen, um die Schema-Dateien zu generieren. Das wäre ein so ein Ding, was ich heute machen könnte, als Einsession-Block. Und da ich ja schon von einem Newbie gehört hatte, er würde ganz gerne eine Session hören, so nochmal von 0 auf 100 sowas, wie es eigentlich schon gestern war, das würde ich aber dann ganz gerne morgen machen. Das wäre dann so ein Ding, dass ich dann über, vielleicht wenn ich den Blog kriegen kann, den ganzen Tag, oder zumindest so zwei, drei Blöcke hintereinander, dass ich dann einfach mal zeige, wie kann man in Typo 3 so ein Side-Package erstellen, wie kann man Templates vielleicht so mit einem Scene-Package oben drauf packen, ein bisschen Anpassung und so weiter. Der ein oder andere hat es vielleicht schon mal gesehen in den anderen Camps, die ich so gemacht habe. Ja, ich mache das aber ganze. Ich habe das ganze letzte. Also in Hamburg habe ich von morgens bis abends durchgemacht. Also da habe ich kein Problem mit. Du hast von abends bis morgens durchgemacht. Ach so. Genau, ich habe eine kleine, für einen kleinen Raum eine Session. Es gibt so einen Patch für die Version 9 von Typo 3. Die macht alles kaputt, was ihr so einsetzt, wenn ihr mehrsprachig unterwegs seid. Wir schmeißen Pages Language Overlay weg, falls es jemand was sagt. Und es gab wohl einige, es gibt einige, die Interesse haben, diesen Patch zu verstehen. Also auf sehr enger, tiefer Ebene, wie das mit den Rechten nachher umgesetzt wurde. Das würde ich eben einfach mal vorstellen und zeigen. Die Session wird auch auf Englisch sein. Wird recht, also sehr, sehr komplex und sehr corner, wenn es irgendwie darum geht, wie migriere ich das Ganze, dann kann ich gerne morgen da vielleicht eine größere Session machen, was eben für Integratoren oder Extension-Autoren da aufeinander zukommt. Das würde ich dann, wenn Interesse besteht, morgen machen. Das heißt, heute wäre nur so irgendwie Code-Core-Review, falls da Interesse besteht. Also ich weiß, dass es zwei, drei Leute gibt. Okay, gibt mehr. Aber kleiner Raum, oder? Dann würde ich jetzt Schluss. Okay. Oh, leider keine Session mehr. Alle, die jetzt noch was anbieten möchten, können für morgen schon mal sich merken. Thank you.
Aufteilen in 423, 453 und 404. Ist doch schön. Und 104.